Hi Leute und damit willkommen zurück zu Harveys Neue Augen, dem sensationell genialsten Spiel, was ich jemals gesehen habe. Von, ich glaube von Adedelic Entertainment heißen die, glaube ich. Sind auf jeden Fall saugeil. Und wir müssen in den Keller gehen, um eine Schaufel zu holen. Und ich hoffe, da finden wir noch mehr. Also, viel Spaß. So, da sind wir jetzt im Keller. Davon ist die Schaufel. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Weil wir noch was umgraben müssen. Deswegen wird die Schaufel immer mitgenommen. Eine Schaufel. Genau so. Ah, ja. Die Presslufthammer. Wie geil, wenn man da mitnehmen. Wir haben gerade einen Presslufthammer mitgenommen. What the fuck? Den Ofen, können wir den öffnen? Cool. Gut, wir haben jetzt eine Schaufel. Ich glaube, wir können hier sonst nichts machen. Und auch da ist eine Konservendose. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Na, ob wir die mitnehmen können? Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Okay. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Oh. Gut, dann. Und zwar hier nichts, oder? Ich werde oft die Leertaste drücken, um zu sehen, was ich hier so machen kann, weil ich mich mit. Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Okay, weil ich mich mit Point-and-Click-Adventures nicht so wirklich auskenne, sie auch nicht so wirklich gezockt habe, das ist jetzt das erste Mal, dass ich. Nee, gar nicht wahr. Das ist das zweite Mal, dass ich so ein Point-and-Click-Adventure gezockt habe. Das erste war über so einen komischen Clowns-Jungen. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Wenn es mir einfällt, dann wird das jetzt im Video eingeblendet, wie es heißt, das Spiel. Wir gehen mal zurück zum Schulteich, weil wir haben jetzt die Schaufel. Wir können jetzt den Garten umbuddeln. Wie die Termit hier noch. Ich finde das so cool. Und die Zensurgnome, der Hammer. So, wir haben jetzt eine Schaufel gefunden. So. Das ist die hier. Damit können wir noch das Beet umgraben, oder nicht? Yay! Du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Die Fliegerbombe, nein! Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Komisch, die spricht ja eh so viel. Öffnen wir die mal. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Rohe Gewalt. Nein. Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Schade. Ich dachte schon. Ob wir die mit der Schaufel öffnen können? Yippie! Du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. Sehr tiefsinnig. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly!
Wo ist denn dieses Gör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Oha. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Okay. Und da ist sie weg, Edna. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Ach nö. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind! Wir sollen die Katze füttern. Lumpi. Lumpi hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Du hast der Futternapf. Lumpis Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Ich muss aber echt sagen, das ist eine hässliche Katze. Die ist so deformiert am Rücken vor allen Dingen und am Hals. Oh, ja. Ja, was kriegt er denn zu fressen? Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Ja, ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze. Der Presslufthammer? Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Oh, da ist Katzenfutter. Da stand tatsächlich eine Dose mit Katzenfutter im Essenslift. Dieses Mal konnte Lilly wohl kaum etwas verkehrt machen. Ja, denn ist klar, dann. Okay. Dann klatschen wir das dann mal rein. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Was? Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Mhm. Na gut. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Okay. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Okay. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt.
Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly, du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Warte mal. Wenn sie mit dem Doktor noch eine Rechnung offen hat. So, dann lass mich mal gerade nachdenken. Das andere Spiel heißt Edna bricht aus. Da bricht sie aus so einer Irrenanstalt aus. Wo ich glaube, der Doktor Marcel der Leiter ist. Und wenn die zwei noch was offen haben, dann wäre das der Vorteil davon. Das heißt, ich spiele das gerade komplett umgekehrt. Das ist scheiße, aber gut. Wir spielen das jetzt trotzdem als erstes. Ist mir gerade so ziemlich egal. Was können wir hier machen? Stickkissen. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Das ist doof. Ja, obwohl, in der Schule, da habe ich die Handarbeiten auch extrem gehasst. Wir hatten da so eine etwas spezielle Lehrerin, die war bestimmt genauso wie die Oberin, ja. Ich denke mal, dass sie das nicht sieht, weil die war damals schon recht alt, die interessiert sich da nicht für. Das wäre jetzt ungefähr meine Meinung dazu. Egal. So, Murmeln. Lilly wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die What hatten wenigstens fuck? Zurückgemurmelt. Okay. Dann werden wir die Murmeln mal mitnehmen. Cool. In den Schlafsaal. Was haben wir denn da? Oh, Shai und Zuka. Shai. Lilly hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Darum schlich Lilly jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. Oh, ist ja langweilig. So, Shai. Okay, da reden wir mal mit ihr. Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Pananoka! Shiny Rainbow Miyuyuzaka! Shing! Shing! Was zur Hölle? Was geht mit denen ab? Was ist Shibuya? Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Shing! Shing! Shing? Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Cool. Okay, Hanade. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi-Niyuki-Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyuroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusu Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyurushi Glitzerschein! Was zur Hölle? Ihr habt doch Vollheit an der Waffel. Okay, Zuka. Shibuya Power! Riot Girl
Okay, das wäre derselbe Dialog. Was zur Hölle? Was geht mit den beiden denn ab? Das geht ja gar nicht. So. Wer war das? Aha, da war Garrett ja schon. Lily beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Das war also der Garrett. Und das sind die Schulrabauken? Wen haben wir denn da? Grusel, Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch? Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberin unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Was und für ein Arschloch. Diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Was ist das denn für ein Arschloch? Das gibt's doch nicht. Aber gut, wir sollen ja erstmal den Kerl verfolgen, der in die Kapelle gelaufen ist. Ich glaube, der hieß Garrett. Hat der uns das Rezept geklaut? Na blöde Sau. Wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Wo war er bloß? Oh, diese Musik, ich finde die total geil. Frank, wer ist Frank? Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Wieso Bodenplatten? Warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Was? Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Warte. Es ist mir gerade scheißegal, was da für Dialoge sind. Wir haben einen Presslufthammer. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Oh. Hey, Frank! Frank! Ah, was soll's? Oh, da war ja Garrett. Was zur Hölle? Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das Spiel ist so cool, das gibt's gar nicht, ey. So,
Und wir werden, glaube ich, dem Garrett hinterhergehen. Aber das erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also mir auf jeden Fall. Das Spiel ist total geil. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und auch ein Abo. Aber nur, wenn ihr wollt. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin auch bei Facebook und bei Twitter. Die Links dazu alle in der Videobeschreibung. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin. Cheerio.